Können Sie 100 Jahre alt werden? Ja, das ist genau mein Ziel. Und wieso fange ich jetzt wieder hier an? Ich verstehe das gerade nicht. Ja, das ist genau mein Ziel. Und kann ich nochmal von vorne anfangen oder muss ich jetzt wieder hier anfangen? Wieso bin ich eigentlich wieder hier? Hä? Wieso bin ich wieder hier? Wie auch immer, willkommen zurück zum neuen Video. Heute mal weiter mit One Life. Dem Spiel, wo wir quasi ein Leben haben und dann sterben wir. Und mein Ziel ist immer noch 100 Jahre alt zu werden. Und auf der Vorderseite steht, können Sie 100 Jahre alt werden? Stell euch mal vor, die schreiben das nur, damit man das so lange spielt. Aber es ist gar nicht möglich, sodass man es für immer spielt. Das wäre echt gemein. Okay, warte, irgendwas stimmt nicht. Ich werde das Spiel nochmal neu installieren. Mein Spiel ist kaputt gegangen. Ich kann es glauben. So, hier sind wir wieder. Und diesmal werden wir hoffentlich ein Junge werden, weil das ist das, was ich gerne sein will. Wir waren jetzt zweimal Mädchen. Wir waren einmal ein Junge und dann wieder zwei Mädchen und die haben das Spiel aktualisiert. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass es jetzt andere Enden geben wird und jetzt bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob wir ein Junge oder Mädchen sein werden. Aber wir schlagen die Eizelle auf jeden Fall K.O., sodass sie nicht mehr weiß, was abgeht. Oh, ich kann jetzt... Ah, okay. Ja, deshalb bin ich... Was soll ich nehmen? Ich bin der hier. So, okay, ich bin ein braunes Baby. Vielleicht wird mein Name jetzt anders sein und ich heiße... Smiley. Perfekt, lass mal sehen, wie mein Leben ablaufen wird. Ich werde genau das nehmen, was ich normalerweise nie nehmen würde, logischerweise. So, ja, eins. Ich versuche wirklich, alle anderen Sachen zu nehmen, also die man nicht nehmen sollte normalerweise. Außer hier natürlich. Oh, nicht schon wieder das. Oh, mein Vater ist natürlich auch blau, logischerweise. Ich glaube, davor war er weiß. Macht Sinn eigentlich. Also, diesmal werde ich auf jeden Fall zum Vater gehen, weil es wird zwar ein Fehler sein, aber immerhin muss ich nicht an diese Brust gehen. Und wir sind beim Vater. Okay, nice. Oh mein Gott. Was tust du da? Ich bin für den Rest meines Lebens verstört. Wollt ihr ihm dann Muttermilch geben? Weil wenn ja, dann GG's auf jeden Fall. Okay, ich gehe zur Mutter. Das haben wir schon gesehen. Ich meine, sie wird einfach nur ihr T-Shirt ausziehen und dann mich zwingen, an ihren Nippeln zu lecken. Oh mein Gott. Ich meine, sorry. Babys tun sowas nicht. Babys saugen. Okay, 2 Jahre alt, das haben wir geschafft. Ja, das ist eigentlich easy. Ich meine, hier müssen wir einfach nur drücken, bis wir durchkommen. Ist schon ziemlich einfach auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. So, Mama, ich bin da. Bist du zufrieden? Bist du zufrieden? Hä? Bist du zufrieden? Ich hoffe, du bist sehr zufrieden. Du solltest lieber zufrieden sein. Wirklich, du solltest lieber zufrieden sein. 3 Jahre. Okay, ich versuche zu laufen gerade. Ah, das war das. Ja, 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 ich erinnere mich. Ja, wir müssen das Spielzeug nehmen, was mein Vater liebt. Und dann machen wir es kaputt und dann, ja. Ich will leider nicht vorspulen, weil ich habe ein neues Spiel neu installiert und ja. Genau, jetzt kommt er rein und jetzt sieht er quasi, ich spiele mit seinem Spielzeug und mach's kaputt. Und er hat Angst, genau, er hat mega viel Angst und dann, boom. Und du kommt Werbung. Ist unser Leben ruiniert. Dieses eine Spielzeug hat er von seiner verstorbenen Oma bekommen. Leute, ich habe mich entschieden. Ich war zwar schwarz, aber ich werde jetzt weiß. Ich lasse mich tätowieren, okay? Weiß tätowieren. Und zwar hierhin. So, jetzt fängt es an, kräftig zu werden, weil jetzt können wir 2 Entscheidungen treffen. Das heißt, das, was wir jetzt treffen werden, wird sogar sehr wichtig sein. Ah ja, genau das. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, ich glaube, das war das Mädchen im Hintergrund. Normalerweise habe ich sie beim letzten Mal gedatet. Diesmal will ich sie nicht daten. Ich will ein Single-Leben leben. Ich werde alleine essen. Ich meine, das ist eine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob die irgendwas ändern wird, aber ich versuche einfach nur 100 Jahre alt zu werden. Ich habe das Gefühl, mit einer Frau lebt man ungefähr die Hälfte. Jetzt, ja, jetzt geht sie dahin. Okay, ich sehe dich. Und wir essen alleine. Ich ganz ehrlich, ich will sowieso alleine essen. Ich will gar nicht mit dir essen. Ich liebe es, alleine zu essen. Das macht mega Spaß. Ich bin zwar ein bisschen einsam, aber ist okay. Wieso trage ich eigentlich Kopfhörer? Ich meine, eigentlich braucht das Spiel gar keine Kopfhörer. Ich verstehe das wirklich nicht. Oh, ich muss wieder das Klo putzen. Ich bin schon dankbar dafür, dass die Werbung hier ungefähr so 4 Sekunden geht. Das ist schon in Ordnung. Aber ja, lass mich kurz mal die Toilette putzen. So, sehr schön. Sie ist nicht perfekt sauber, aber für mich schon. Im Endeffekt soll es ja auch nur aussehen wie eine Toilette und nicht wie eine. Okay, mir fällt nichts ein. So, wir sind 7. Ah ja, das war das. Okay. Das ist jetzt aber kein Tag, wo irgendwie irgendwelche eine wichtige Entscheidung fällig ist. Hier können wir halt entweder das richtige oder das falsche nehmen. Und da spielen meine Freunde. Ja, genau, das haben die getan. Das Ding ist, ich muss denen beitreten, weil das alles andere wird mich nicht weiterbringen, leider. Ja, ich bin ja schon da. Ich weiß, ich bin sehr beliebt. Ich bin aber der coolste in der Welt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Danke, 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 danke. Wir können also spielen. Und diese Welt ist schon ziemlich crazy. Ich meine, die ist echt merkwürdig. Wir spielen ganz normal Ball gerade und dann kommt dieses Ding da hinten. Und dann würde es uns alle essen aus. Öffnet seinen Mund und isst uns alle. Und das überleben wir irgendwie. Und das ist eine sehr komische Werbung. Aber irgendwie will ich das Spiel spielen. Aber ich tue es mal nicht. Wir wurden jetzt gegessen von diesem Ding und jetzt sind wir da drin. Es ist ein sehr merkwürdiger Tag in meinem Leben. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich meine, wo zum Teufel, wie kann das passieren überhaupt? Aber okay, alle anderen sind hier, das ist schon mal sehr schön. Und jetzt müssen wir, entweder wir nehmen mein Boot oder wir kitzeln es. Und ja, das Einzige, was hier funktioniert, ist es zu kitzeln, logischerweise. Wir haben eine Feder, keine Ahnung, wo wir sie haben, aber hey, es kann ja immer sein, dass du von einem Wal gegessen wirst und dann willst du ihn kitzeln. Und das ist halt nicht mein Wal, das ist irgendein Monster, was eigentlich gar nicht existiert und wir werden ausgespuckt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, weil ich es zu schätzen. Danke, dass du mich ausgespuckt hast. Wir sehen uns im nächsten Leben, ne? Viel Spaß oder auch nicht. So, 8 Jahre. So, was würde jetzt wichtig sein? Ich soll jeden taggen. Warte mal. Was ist, wenn ich das nicht tue? Aber ich glaube, ich muss, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich das muss. Glaube ich schon. Ich mache einfach mal. Level clear, okay. Aber das Ding ist gut. Jetzt gehen wir nach links. Jetzt verstehe ich es aber gar nicht, weil wie soll ich dann nach rechts kommen? Oder geht es vielleicht gar nicht nach rechts? Okay, das ist merkwürdig. Aber wir werden bestimmt noch andere Entscheidungen haben. Oh, das war das Halloween-Level. Ja, ja, genau. Ich muss als Banane gehen, weil sonst kommt Batman und wird den Clown fangen. Also ihr hättet die andere Folge sehen sollen. Wenn ihr es nicht getan habt, dann was soll das? Da haben wir meine Freunde und zwar, ja, eine Erdbeere und die heiße von The Impossibles. Oder die Unglaublichen, ja gesagt. Ja, wir gehen als Banane hier durch und jetzt können wir uns entscheiden, welches Haus wir gehen. Also das Ding ist, wie gesagt, das ist kein Tag, was mein Leben verändern wird, sozusagen. Deswegen kann ich hier nur das nehmen, was uns weiterbringt. Und wieso kommt jetzt Werbung? Hier hat 10. Okay, okay. Hier schwimmen wir. Ja, ich kann mich erinnern. Hier müssen wir quasi ein guter Schwimmer werden. Wenn wir das nicht wären, dann ist das schlecht. Wir müssen sich aber weiter trainieren. Eine Stunde später, genau. Dann werden wir zum besten Schwimmer der Welt. Und das Coole ist, dass dieses Mädchen mich anschaut und denkt sich so, das ist mein Traummann. Das denkt sich auch mal Frauen mit Mächtigen bei mir. Kann ich es aber komplett verstehen. Ich meine, ich kann sehr gut schwimmen. Na gut, hier 11 Jahre, aber es ist wieder kein Tag, glaube ich, deine Entscheidung ist. Nee, ich glaube nicht. Was sollen wir tun? Ah ja, wir sollen sein Auto waschen. Das ist echt
ziemlich nervig, dass ich sein Auto waschen muss. Aber ja, das war so. Und gewaschen, nächster. Also ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber das sieht echt nicht so gut aus. Aber sehr einfach zu waschen, weil hier ist so viel Dreck, ne? Und wir sollten fertig sein. Los, sind wir. Ja, jetzt sind wir fertig. Nice. Ja, würde ich sagen, immer wieder gerne, aber lass mich sowas nie wieder machen. Ansonsten bin ich nicht mehr dein Sohn. Ist mein Vater übrigens auch weiß geworden? Ich glaube, der ist weiß geworden. So, das ist jetzt wieder ein wichtiger Tag. Und zwar 12 Jahre alt. Da wird jetzt vieles entschieden. Ah ja, genau. Okay, ich kann mich erinnern. Nur am letzten Mal habe ich gesagt, Weltfrieden. Und jetzt sage ich, Gott existiert nicht. Einfach nur, um zu sehen, was passiert, wenn ich was anderes nehme. Weil das quasi mich in eine andere Richtung lenken wird. Aber ich glaube nicht, dass es mich in eine andere Richtung lenken wird. Wow, was zum Teufel? Die komplette Kirche geht kaputt, weil ich gesagt habe, Gott existiert nicht? Ich glaube, ja. Oh mein Gott, das wird dem Priester nicht gefallen. Kann ich aber auch verstehen. Ich meine, man geht ja theoretisch zur Kirche, wenn man an Gott glaubt, richtig? Und nicht, wenn man nicht dran glaubt. Aber gut, jetzt geht es einen anderen Weg lang. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt komplett anders sein wird. Und ich entwickle mich jetzt weiter. Ich komme jetzt in die Pubertät und bin unausstehlich. Ich bin ein unausstehlicher Teenager, dem ich normalerweise nichts zu tun haben wird. Aber ich werde gezwungen. Okay, ich soll zu ihr kommen. Ja gut, das sollte kein Problem sein. Die dämlichen Schüler in meiner Schule können mich davon nicht abhalten, meine Traumfrau näher zu kommen. Vielleicht können sie das doch, aber ich werde es nicht zulassen. Ach du Kacke, was geht denn hier ab, Alter? Okay, wir sind da bei meiner Traumfrau. So, 14. Okay, warte mal. Ich glaube, erst ab 15 ist wieder eine wichtige Entscheidung. Wir sind jetzt aber in der Schule. Ah ja, genau, das war das mit der Schlägerei, glaube ich, ne? Ja, da müssen wir wieder ein paar Leute in die Fresse hauen. So, das ist halt nun mal so, ne? Was soll ich sagen? Ja, genau, der Typ stellt mir ein Bein und denkt mir was Besseres. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Was passiert eigentlich, wenn ich weitergehe? Ich will es mal sehen. Ich werde es aber weitergehen und ignorieren. Das habe ich schon letztes Mal nicht getan. Okay, dann passiert das. Ah ja, okay, ich sehe schon. Jetzt treten sie ihn auf den Boden. Ja, okay, nice. Ja gut, jetzt werden wir kämpfen. Ich meine, du wolltest es nicht anders. Dann zeige ich dir halt meine reale Stärke. Und dann würde ich sagen, ich werde dir einfach mal so richtig geil in die Fresse schlagen, ne? Und das war perfekt. Und er ist sofort K.O. Beim letzten Mal war er nicht sofort K.O. Was soll ich sagen? Ich bin halt enorm, enorm, enorm stark. Also mit mir ist halt wirklich nicht zu spaßen, so. Wenn ich einmal ins Gesicht schlage, dann ist vorbei. Der wusste das halt nicht. Der arme Typ, es tut mir wirklich leid für ihn. Aber hey, jetzt weiß ich es auf jeden Fall. So, wir sind jetzt 15 und jetzt wird es wichtig sein, glaube ich. Schlafen im Bett. Aha. Jetzt stehen wir auf, okay. Was genau ist jetzt hier die Frage oder die Option? Ah, jetzt können wir zur Schule gehen oder Schule skippen. Und beim letzten Mal bin ich nicht zur Schule gegangen. Deswegen gehen wir heute zur Schule. Ich weiß noch nicht, was es bringen soll, aber hoffentlich irgendwas. Und wieso kommt jetzt Werbung? Dieses Spiel hat eine Menge Werbung, aber hey, irgendwie müssen sie das finanzieren, richtig. Wir sind jetzt tatsächlich in der Schule. Werde ich jetzt intelligenter? Kriege ich jetzt einen besseren Job oder was passiert jetzt? Wie sieht mein Lehrer aus wie ein Obdachloser? Okay, die Tür geht auf. Da bin ich und ich bin zu spät wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, ich bin zu spät gekommen. Ja, okay, kann ich verstehen. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Okay, woran geht's jetzt? Jetzt geht's nach links. Okay, und jetzt, was passiert jetzt? Hey, wir sehen uns einfach nur im Kreis. Seht ihr, das habe ich doch gesagt. Wenn ihr zur Schule geht, ihr dreht euch einfach nur im Kreis und seid wieder genau hier. Das war echt lächerlich auf jeden Fall. Ich gehe nicht mehr zur Schule. Wie soll ich zur Schule gehen? Ja, ich gehe auf jeden Fall nicht zur Schule. Das steht fest. Ich meine, das war echt richtig dumm. So, das sind meine Freunde. Okay, nice. Warte mal. Achso, ja, wenn ich nicht zur Schule gehe, dann gehe ich zu meinen Freunden. Logischerweise, die auch die Schule schwänzen. Und dann laufen wir quasi irgendwo hin. Ja, ja, nice. Auf jeden Fall. Wir machen halt Sachen, die Teenager so machen, ne? Weil sie nichts zu tun haben. Also, hier gibt es zwar zwei Wege, aber irgendwie gibt es dann doch nur einen Weg. Das ist wirklich ganz merkwürdig. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber ist okay, auf jeden Fall. Ich bin jetzt 16. Ah ja, genau, da haben wir das hier. Das springen alle. Ja, ich sehe schon. Ja, alle springen da runter. Sollen die durchmachen? Ich muss es, glaube ich, auch tun. Wenn ich es nicht tue, dann bin ich ein Feigling, glaube ich. Ja, dann würde ich sagen, wir entscheiden uns zu springen auf jeden Fall, ne? Und let's go. Natürlich müssen wir erst eine Zeitlupe sehen, weil das mega episch auf jeden Fall ist. Wir springen und es ist mega cool und es ist mega toll und wir sind einfach ziemlich episch, was soll ich sagen? Oh, beim nächsten Level, da gibt es wieder eine harte Entscheidung, ey. Hoffentlich wird die irgendwas verändern. Kann ich überhaupt 100 Jahre alt hier werden? Ich nehme wortwörtlich alles anders, was ich nehmen hätte können anders und es passiert irgendwie nichts anderes. Natürlich ist es erstmal mein letzter Run, weil hier haben wir 5 Entscheidungen. Das ist gerade crazy. Jetzt bin ich echt gespannt auf jeden Fall. Mal gucken, ob das irgendwas ändern wird. Ich habe aber sehr stark ja. So, Werbung? Okay, dann haben wir eine Frau. Ah ja, genau. Beim letzten Mal habe ich sie genommen. Also hier können wir uns quasi bei der Frau entscheiden. Kann ich einfach die ganze Zeit nein sagen? Dann haben wir die nächste, okay. Mann, ich stehe schon mega auf sie, aber ich mache es mal die nächste. Ja, ich stehe irgendwie für alle. Das sind alle so Anime-Girls. Die ist 18. Okay, nice. Xayo, Xayo. Sorry, wenn ich den Namen nicht ausspreche oder nicht richtig ausspreche, aber ich kann mir das nicht an. Oh mein Gott. Soll ich einfach schwul werden? Ich glaube, ich werde schwul, ja. Bist du dir sicher? Nein, bin ich echt nicht. Aber ich sage nochmal nein. Ich werde, wenn ich nehme einfach das nächste, was kommt. Oh mein Gott. Ich habe einen großen Fehler begangen. Ich hätte den Typen nehmen sollen. Sowas von. Ich hätte auf jeden Fall den Typen nehmen sollen. Aber der sah so aus wie ich. Okay, ich konnte das nicht. Okay, Olga 35. Ja, ja, ich bin sicher meinetwegen. Olga, Olga. Jetzt haben wir eine Olga als Freundin. Oh mein Gott. Na gut, es geht hier lang. Lass mal sehen, wie das Leben mit Olga sein wird. Wir sind einkaufen, natürlich. Ich sehe dich. Und wir gehen mit Olga da lang. Wie gesagt, das war ein großer Fehler, was ich da getan habe. Aber wir machen genau dasselbe mit ihr. Zieh euch mal rein, wir machen genau dasselbe mit ihr wie mit der anderen. Das ist crazy. Nun, ich könnte jetzt zwei Sachen holen, aber ich kann das rechte eh nicht holen. Also ich nehme das linke. Und ja, ich bin ein bisschen entsetzt, dass nichts anderes passiert. Also die. Ich hoffe, die werden das Spiel so updaten, dass es quasi auch mehrere Wege gibt, quasi verschiedene Enden zu erreichen. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man überhaupt 100 werden kann. Das ist genau wie dasselbe. Und zwar, sie will mit mir nichts mehr zu tun haben. Ist doch gut, wenn sie nichts mit dir zu tun haben will. Such dir einfach eine andere. Oder nehmen den Typen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall will sie mich nicht mehr sehen. Okay, kann ich verstehen. Beziehungsweise kann ich eigentlich nicht. Wieso willst du mich nicht mehr sehen? Ich meine, ich bin voll toll. Zumindest hat mir das meine Mutter gesagt. Meine Oma. Und das war es eigentlich auch schon. Ja, wir sind mega angepisst. Kann ich aber auch verstehen. Na gut, wir haben uns wieder verzeihen. Jetzt sind wir wieder zu zweit. Und wir wissen schon, was passieren wird. Da kommt der Typ mit dem besseren Auto. Und da steigt er dann quasi ein. Oh, was war das mit dem Manager? Ja, ja, okay. Hier bringe ich dem Kampf
Kaffee den Manager. Ich meine, das ist mein erster Job, den ich habe. Und ja, sie wird ihn ausspucken, glaube ich, und gegen mich werfen. Ja, genau. Und ich werde alles sauber machen, logischerweise. Ah ja, und sie legt ihr Bein auf mich und ich kann alles sehen. Cooler Job auf jeden Fall, den ich mir ausgesucht habe. Oh ja, ich habe Bauchschmerzen. Ja, dieses Level war ziemlich crazy. Wir müssen natürlich zum Männerbadezimmer gehen. Ich meine, wer die erste Folge gesehen hat, der weiß, was passiert, wenn wir ins Frauenbadezimmer gehen. Und jetzt werden wir hier groß gehen. Ich wette, sowas ist schon mal im Leben eines Menschen passiert, hundertprozentig. Wenn jemand extrem dolle musste und dann quasi, ja, also ich so dachte, da pinkelt man zwar, aber ich werde einfach mal reinkacken. Okay, das ist jetzt wieder wichtig, weil wir sind 29 und da haben wir wieder zwei Entscheidungen. Wie gesagt, bis jetzt hat es nicht irgendwie was verändert. Wir können uns jetzt für das Auto entscheiden, was wir uns holen. Ich meine, diesmal nehme ich wahrscheinlich das Billigere, weil ich habe beim letzten Mal das Teure genommen, logischerweise. Das würde ich natürlich auch im echten Leben machen. Ich mag das Teure, aber ja, ich meine, wir wollen ja auch mal einen anderen Weg gehen. Jetzt haben wir den Wagen. Okay, der auch ziemlich crazy. Ich meine, nur weil er billiger war, ist er trotzdem ziemlich crazy auf jeden Fall. Jetzt sieht sie das Auto und will da reingehen und wir fahren einfach weg. Okay. Ja, da fällt sie auf die Schnauze. Kann ich überhaupt älter werden als davor? Ich bin echt gerade, bis jetzt passiert nichts anderes, obwohl ich immer was anderes nehme. Also ich habe jetzt quasi zweimal eine Frau gehabt und zweimal einen Mann gehabt und ab 32, da können wir wieder eine klasse Entscheidung treffen. Oh, hier wird mein Auto bemalt, okay. Oh, ich kann es sauber machen, nice. Was ist beim letzten Mal auch schon getan? Mein eigenes Auto sauber gemacht? Da bin ich mir gerade nicht sicher. So 32, jetzt fängt es wieder crazy an. Okay, oh genau, das war das ja. Hey, diesmal werde ich vielleicht nicht gefeuert vom Job und es passiert auch was anderes, weil beim letzten Mal wollte ich mit ihr schlafen und dann hat sie mich gefeuert. Ja, sie genau, sie will mich fragen, ob ihre Kaffeemaschine, ob ich sie, naja, reparieren kann bei sich zu Hause. Sorry, ich habe keine Zeit dieses Mal. Du bist gefeuert. Oh, okay. Vielleicht, dass ich deine Kaffeemaschine nicht repariert habe. Ah, jetzt bin ich obdachlos. Ja, genau. Ich erinnere mich sehr gut. Und da ist die Polizei und sie wird mich jetzt ins Gefängnis stecken, weil ich obdachlos bin. Nur beim letzten Mal habe ich seine Waffe genommen. Dieses Mal werde ich aber verhaftet, weil ich glaube, das ist der bessere Weg. Nehmen Sie mich einfach mit. Ist okay. Ich kann damit leben. Ich kann gut im Gefängnis leben. Ich kann es mir das sehr, sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja, es wird wundervoll. So, jetzt sind wir 33 und jetzt sind wir wieder im Gefängnis. Und jetzt wird wieder eine wichtige Entscheidung getroffen. Ich sehe schon. Ja, genau. Was nehmen wir denn für ein Outfit? Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, orange genommen. Dieses Mal nehme ich Stripe. Ja, anscheinend gefällt mir das sehr gut. Ich kann nicht glauben, dass das Outfit die Auswahl irgendeinen Unterschied macht, aber ich glaube nicht. Ja, genau, hier kann ich mir aussuchen, ob ich die Seife aufhebe oder nicht im Gefängnis, aber das ist ganz schön gefährlich, im Gefängnis die Seife aufzuheben, weil, wie gesagt, hier gibt es keine Frauen. Ja, genau, dieses Level kann ich mich auch ändern und zwar hier fragt mich der Priester, ob ich ihm helfen kann und dann helfe ich ihm und dann finden wir aber etwas auf dem Boden, womit wir dann ausbrechen wollen. Der ist auch schon. Ist das ein Schraubenschlüssel? Ich glaube ja. Oder ein Schraubenzieher, ja gesagt. Nur wir versuchen da auszubrechen aus dem Gefängnis, was auch hoffentlich klappen sollte, wieder. Weil wir können nicht unser Leben lang im Gefängnis bleiben, das geht nicht, aber das ist genau das Ding und zwar, wie gesagt, ich habe ja jetzt wirklich alles anders genommen, was ich nehmen konnte. Und wir sind immer noch an derselben Stelle. Und ich frage mich aber, ob ich überhaupt älter werden kann, weil beim letzten Mal wurde ich, glaube ich, 60 als Mann. Wir sind ausgebrochen, jetzt sind wir in der Wüste. Und ja, wir laufen jetzt einfach durch die Wüste und dann hoffentlich werden wir ein paar Freunde. Ich meine, ich tue so, als würde ich nicht wissen, was passiert, aber ich weiß ganz genau, was passiert. Ja, genau, wir finden diese Leute hier und mit denen können wir dann abhängen, quasi, wenn wir wollen. Und das werden wir auch tun. So, es wird Zeit, um nach Hause zu gehen. Ich meine, wir waren lang genug hier und ja, wir gehen jetzt nach Hause und lass mal sehen, was da passiert zu Hause, ne? Weil ich war lange nicht mehr dort. Ah, das sind meine Eltern, die hier gestorben sind. Ja, ja, okay, jetzt verstehe ich. In der Zeit, wo ich im Gefängnis war, sind beide meine Eltern verstorben. Oh, jetzt werde ich ein Comedian-Star. Ja, ja, ja. Okay, das habe ich schon alles getan. Ich meine, gut, mittlerweile sind wir auf einer Insel. Ich meine, wir waren Comedian-Star. Wir sind dann im Flugzeug geflogen. Wir sind abgestürzt. Und jetzt sind wir wieder in die Stadt zurück. Und jetzt fahren wir auch wieder in die Stadt zurück. Beziehungsweise wir schwimmen. Weil wir müssen jetzt schwimmen. Und das Ding ist, ja, es ist quasi jetzt eine ganze Zeit lang einfach nur immer dasselbe. Man kann es wirklich nicht ändern, was hier passiert. Und ich bin jetzt alter Mann geworden. Okay, nice. Wie alt bin ich jetzt? 57. Okay. Okay, super. Ich bin jetzt wieder 60 Jahre. Und jetzt frage ich mich wirklich. Oh nein. Oh, jetzt sagt ihr mir wieder, dass ich Krebs habe. Es ist ein Scherz. Das macht ihr nicht, oder? Oh mein Gott. Ja, ich habe wieder Krebs. Also, ich habe alles anders gemacht, was ich anders machen konnte. Zumindest bei den Sachen, wo es wichtig war. Aber es ist genau dasselbe passiert. Ich habe es zwar probiert bei jedem, also männlich oder weiblich. Deswegen, ich werde es mal warten, bis die das Spiel mehrmals updaten. Dann können wir es nochmal gerne spielen. Und dann hoffen wir mal, dass es vielleicht einen anderen Weg gehen wird, quasi, um irgendwie zu überleben. Und ja, jetzt sehen wir wieder Gott. Und jetzt sind wir wieder jung, glaube ich. Ja, wir werden immer jünger. Okay, nice. Und dann sind wir wieder ein Baby. Ein kleines Baby. Ich bin ein Baby. Was bin ich nicht? Manchmal. Ja, also wie gesagt, es war nie nicht wirklich irgendwas anderes. Vor allem zum Schluss war genau alles gleich. Ah, genau, da ist Gott. Ja, ich sehe dich. Ja, genau, wir sollen jetzt in dieses Loch hier hüpfen und dann fallen wir einfach irgendwo hin, wo wir in der Sperma sind. Ich sehe dich. Genau, er schubst mich einfach rein. Das ist crazy. Hätte ich nicht gedacht, dass er das tut, aber muss ich sagen, finde ich nicht allzu nett von dir, Gott. Und ja, jetzt bin ich wieder gestorben und lass mich raten, es wird genau wieder dasselbe sein, ja. Also wie gesagt, ich habe es zwar probiert, es war immer wieder dasselbe. Also ja, wenn ihr in Zukunft noch mehr davon sehen wollt, wenn sie das Spiel updaten, lasst mir oben da. Und ihr kostet aktiv locker und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.